schon mal so eine einfache Frage. Sind Sie schwanger? Ja. Ja, ja, ich bin schwanger, aber doch überhaupt nicht von dem Spring. Ja, aber von wem denn sonst? Seit der Trennung von Tom im Mai, da hattest du keinen Freund mehr. Und mit irgendeinem Typen, das hättest du mir sicherlich erzählt. Außerdem muss er's gewesen sein. Jetzt sag doch endlich, was passiert ist. Und du bist sowieso total komisch seit der Zeit. Frau Salisch, ich bin Krankenschwester. Ich hatte schon oft mit Vergewaltigungsopfern zu tun. Und ich weiß, wie komisch die sich da manchmal benehmen. Und Conny ist... Wie hat sie sich da verändert seitdem? Ja, sie ist total in sich gekehrt. Und sie lässt einen nicht an sich ran. Und wenn man sie anfasst, dann zuckt sie zusammen. Und ständig ist sie mit den Gedanken woanders. Man merkt nicht, wenn man mit ihr spricht, dass sie anwesend ist. Ich musste von jetzt auf gleich mein komplettes Leben umstrukturieren. Das ist nicht einfach. Conny, ich habe dir und den Kindern oft genug Hilfe angeboten, aber die wolltest du nicht. Du willst keine Schwächen zeigen und immer die Starke spielen. Aber mit so einer Vergewaltigung kommst du nicht alleine zurecht. Thomas, dann sagen Sie uns doch, von wem Sie schwanger sind. Der Vater ist einfach ganz einfach ein One-Night-Stand. Ein One-Night-Stand? Du hast mir erzählt, dass wenn du mit einem Typen schläfst, auch Gefühle für ihn haben musst und dass Sex für dich was ganz Besonderes ist. Und das ist auch okay. Aber du und irgendein Typen und irgendwann in der Kiste gesprungen, das kaufe ich dir nicht ab, das hättest du mir erzählt. Also wieder gelogen. Vielleicht habe ich es dir einfach nicht erzählt, weil ich nicht glücklich war über die Schwangerschaft. Ich weiß gerade mal den Vornamen von dem Typen. Und außerdem, ich habe doch schon zwei Kinder und ein drittes. Aber ich pack das. Noch Fragen an die Zeugin Röhler? Dann möchte ich mit dieser Verkäuferin fortsetzen, die damals in der Schmuckabteilung Dienst hatte. Karin Blömer, bitte. Und Sie nehmen bitte samt Schwangerschaftsfest hinten Platz, bleibt unvereidigt. Frau Blömer. Es tut mir so leid, ich bin total spät dran, aber die U-Bahn hatte einen Defekt und mein Handy funktionierte da unten nicht, sonst hätte ich wirklich angerufen. Ja, dass man beim Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55 erlaubt einem zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Blömer, Ihr Vorname ist Karin, Sie sind 33, wohnen in Essen und sind Verkäuferin von Beruf. Richtig, bei Engelbach in der Schmuckabteilung. Also manchmal auch in der Abteilung für Damenmode, aber dann wirklich nur, wenn die da unterbesetzt sind. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig. Frau Blömer, Sie hatten ja am 13. August 2010 in der Schmuck- und Modeabteilung damit quasi Dienst. Ist Ihnen die Angeklagte aufgefallen? Also ich habe sie wohl gesehen und habe sie auch angesprochen und meinte, ob ich ihr irgendwie weiterhelfen könnte. Und sie sagte, nein, danke, ich will mich nur umsehen. Und dann habe ich einer anderen Dame geholfen, weil die sich unsicher war bei einer Bluse. Und dann habe ich wohl gesehen, dass der Herr Spring sie in sein Büro geführt hat. Und da war mir klar, die musste irgendwas gestohlen haben, sonst würde er sie ja nicht mitnehmen. Aber das kam mir schon irgendwie seltsam vor, muss ich sagen. Warum? Ja, weil ich habe schon etliche Ladendiebe gesehen und sie passt einfach nicht in dieses Profil, muss ich sagen. Danke, Sie haben endlich hat hier mal irgendjemand Durchblick, ey. Frau Blümer, was erzählen Sie für einen Quatsch? Ich habe den zigmal gesagt, man schaut den Leuten erstmal vor den Kopf. Ne? Ja, aber trotzdem, ich hatte halt das Bauchgefühl und das stimmt meistens. Ich finde es wunderbar, Bauchgefühle, nur man darf den Kopf dabei nicht ausschalten, dann ist das eine unschlagbare Kombination. Sie sind ja Ihrem Bauchgefühl gefolgt und haben wenig später oben den Herrn Spring verletzt gefunden und den Krankenwagen natürlich gerufen. Warum sind Sie in sein Büro gegangen? Ja, normalerweise ist es üblich, dass die Polizei kommt und den Dieb dann mitnimmt. Das war bei ihr nicht der Fall. Die kam die Treppe runtergestürzt, sah irgendwie total zerzaust aus und rannte raus. Und da bin ich natürlich hin und wollte sehen, was los ist. Und Sie glauben nicht, was ich da gesehen habe. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Da lag der Herr Spring in seinem Büro, blutüberströmt, hielt sich seine Hände vors Gesicht und schrie, mein Auge, mein Auge. Und dann habe ich wirklich sofort den Krankenwagen gerufen und... Was sollte ich sonst machen? Helfen konnte ich ja nicht. Ne? Hat Herr Spring Ihnen denn spontan auch gesagt, wie es zu dieser Augenverletzung gekommen sein soll? Nein. Hat er nicht? Gefragt haben Sie ihn auch nicht? Ja, natürlich habe ich ihn gefragt, aber er hat nur gesagt, nerven Sie nicht rum, gehen Sie runter und holen den Notarzt, damit er den Weg findet. Ne? Auf die Schnelle nichts eingefallen, Herr Spring, was Sie der jungen Dame hätten erklären können, was Ursache Ihrer Verletzung war. Nein? Da brauchte ich mir nichts einfallen zu lassen, aber halt mit einem schwer verletzten Auge muss ich also ins Krankenhaus kommen. Ich will noch mal zur Sache zurückkommen. Frau Blömer, die Angeklagte sagte, sie hätte diese Ohrringe, um die geht es ja zunächst einmal, nicht gestohlen. Diese hätte der Herr Spring ihr in die Handtasche gesteckt, um einen Diebstahl vorzutäuschen, um sie hochzubekommen ins Büro und ihr dann hinterher von ihr Geschlechtsverkehr zu verlangen und sonst mit der Polizei zu drohen. Gab es solche Vorwürfe schon mal irgendwann gegen Herrn Spring?
Also ich will es mal so sagen, was da hinter verschlossenen Türen so abläuft, das kriegen wir ja gar nicht mit. Aha. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mir schon vorstellen, dass der Herr Sprink ihr die Ohrringe untergejubelt hat und ihr danach auch ein seltsames Angebot gemacht hat. Aha. Aber ich glaube auch nicht, dass sie dann sofort gegangen ist. Das kann ich mir wieder nicht vorstellen. Hm. Warum glauben Sie denn? Sie ist ja eine gute Beobachterin. Warum glauben Sie das nicht? Weil sie dafür viel zu lange im Büro war. Sie war viel zu lange da, kam dann raus, war total zerzaust, aufgewühlt. Und ich denke mal wirklich, dass er zu weit gegangen ist, dass sie vielleicht nicht auf das Angebot eingehen wollte, dass er sie aber trotzdem irgendwie betatscht hat und dass sie sich wehren wollte. Vielleicht hat sie ihn geschubbt und er ist dann auf diese Kiste da gefallen mit den Bleistiften. Ja. Frau Blömer, erzählen Sie keinen Quatsch hier, so ein Dünnschiss. Das war glaube ich aber nicht. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Ja, davon wird es aber nun wirklich nicht zutreffen. Die Angeklagte hat mit dem Bleistift zugestochen und zwar ganz gezielt, weil sie verhindern wollte, dass die Polizei sie mitnimmt. Warum? Wegen der Kinder. Es ist nichts in dem Büro passiert. Ich bin da rausgerannt, nachdem er mir seinen tollen Vorschlag gemacht hat. Ich wollte einfach nur weg. Conny, jetzt erzähl doch, was wirklich passiert ist. Tina, bitte sei du auch endlich ruhig. Ihr hört mir hier überhaupt jemand zu? Oh, Frau Maas, wir hören sehr intensiv zu, und zwar allen, wenn es geht. Frau Blömer, deshalb möchte ich von Ihnen zunächst einmal wissen, warum sind Sie so überzeugt davon, dass hier der Herr Sprink Sie angegriffen haben muss? Sie könnte Ihnen doch auch irgendwie sowas angeboten haben, oder nicht? Ja, also irgendwie war das seltsam. Und ich habe die ganzen Tage überlegt, was es war. Und gestern ist es mir eingefallen, da habe ich nämlich eine Kundin aus der Umkleidekabine kommen sehen. Ja. Und die hatte die Bluse auch total falsch geknöpft. Und das war an dem Tag bei ihr auch. Sie kam da raus, total zerzaust und die Bluse war falsch geknöpft. Und vorher, als sie ins Büro reingegangen ist, als sie unten beobachtet haben, hatte sie da auch schon die Bluse falsch geknöpft? Nein. Ja, das weiß ich nicht. Das passiert Ihrer Mandantin ja anscheinend öfters, wenn Sie in Eile sind, dass Sie das dann mal irgendwie sich verknöpfen oder nicht. Das heißt, es ist genauso gewesen, wie ich das gesagt habe. Sie waren im Büro, Sie haben sich die Bluse aufgeknöpft, Sie haben ihm gesagt, verzichte auf die Anzeige. Und ich biete dir jetzt Sex an. Darauf ist er nicht eingegangen. Dann haben sie sich gewehrt, dann haben sie den Bleistift genommen, haben ihn außer Gefecht gesetzt und dann ganz schnell in aller Eile das Ding zugeknöpft und haben sich dabei verknöpft. Und dann sind sie rausgerannt. Lieber Herr Römer, es weiß niemand, und Sie auch nicht, ob sie nicht mit falsch geknöpfter Bluse gekommen ist. Möglicherweise, sie kommt ja heute auch wieder mit falsch geknöpfter Bluse. Die Frau ist manchmal durch den Wind, weil sie viel um die Ohren hat. Genau so. Ich meine, ich habe 2 kleine Kinder, da kann sowas in der Hektik einfach schon mal passieren. Ja, aber Frau Maas, jetzt sagen Sie doch endlich die Wahrheit. Sagen Sie doch, was wirklich passiert ist. Dieser Kerl da, der darf nicht länger Detektiv bleiben. So nicht immer halt. Ne? Ich mache meinen Job seit 15 Jahren, ich mache ihn sehr gut immer halt. Naja. Ne? Wie Sie auf so eine Idee kommen, weiß ich auch nicht. Ja. Warum eignet sich in Ihren Augen der Herr Sprink nicht so sehr als Kaufhausdetektiv? Also ich finde ihn unmöglich. Also ein Detektiv sollte wirklich in erster Linie unauffällig sein. Das kann man von ihm absolut nicht sagen. Der gafft manche Kundinnen an, dass es mir schon peinlich ist. Und da frage ich mich, geht es da um Diebstahlgefahr oder will er einfach nur deren Fahrgestell checken? Also es ist wirklich unmöglich. Also Frau Blömer, mein Job ist es, Kunden und Kundinnen zu beobachten. Ja, ja, ist es auch Ihr Job, hier irgendwelche Schaufensterpuppen zu betatschen? Also ich bitte das Sie, gemacht. Ich bitte Sie. Das ist ja hochinteressant. Was hat er denn Schaufensterfiguren betatscht? Das interessiert Sie. Ja, also vor ein paar Wochen habe ich die Schaufensterpuppen halt neu dekoriert. Und da hat er die betatscht. Aber sowas von mir wurde so übel. An die Brüste hat er sie gefasst. Und da habe ich wohl so entgeistert geguckt, dass er sagte, ja, die beschweren sich wenigstens nicht. Die lassen sich das gefallen. Genauso war er bei mir. Nur ich habe ihm meine Meinung gegeigt und dann bin ich nach Hause gegangen. Herr Sprink, stimmt alles nicht, oder? Ich hab da mal mit angefasst geholfen im Halt. Also das wurde wahrscheinlich verkehrt interpretiert. Also sexuelle Anspielung macht er eigentlich immer. Und unsere Auszubildenden hat er sogar mal auf den Po gehauen. Ne? Nur sie hat auch wieder nichts gesagt, weil sie neu war und Angst hatte. So ist es dann. Ja, wobei ich dann immer finde, dass dann die Kolleginnen den Auszubildenden etwas beistehen sollten und sie nicht alleine im Regen stehen lassen. Herr Sprink, wollen Sie dazu was sagen, zufälligerweise? Klaps auf den Po, es ist ja wohl nichts Wildes, das kann man mal machen. Ne? Und da stehen Sie sich jemals in meine Nähe zu kommen. Das sage ich Ihnen jetzt schon oder die Nähe sonst meiner Angestellten. Das sind dann Leute, die wie der Ritter Ivanhoe auf das Angebot einer jungen Frau, die die Bluse aufmacht, sagt, nein, so etwas würde ich nie geschehen lassen. Das ist das Licht, was Sie hier bieten. Ja, Herr Sprink, erzählen Sie doch nicht so einen Unfug. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Sprink? Wer es einmal macht, bei dem ist es Regel, tagtäglich. So haben Sie Kolleginnen und Kundinnen behandelt. Und deshalb wird sich irgendeiner gefunden haben, der diese Tat begangen hat. Aber das können Sie natürlich so nicht erklären, weil sonst haben wir den Arbeitsunfall natürlich nicht aufgeklärt und damit auch nicht die Gelder eingestrichen aus diesem Arbeitsunfall. Richtig, Herr Sprink? Das hat der Quatsch, hab ich doch gesagt. Frau Maas war's. Warum soll er denn den wahren Täter hier schützen, Herr Krechel? Verstehe ich überhaupt nicht.
Warum soll er denn den wahren Täter hier schützen, Herr Krechel? Verstehe ich überhaupt nicht. Er will seinen Arbeitsplatz nicht verlieren. Belastet. Er will seinen Arbeitsplatz nicht verlieren, das ist alles. Wir fragen dann zurück im Pulver. Dann setzen wir mit dem ehemaligen Lebensgefährten von Ihnen fort. Herr Perschel, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz. Bleibt unvereidigt. Herr Perschel. Herr Perschel, bitte nehmen Sie doch Platz. Herr Perschel, Ihr Vorname ist, bevor ich zum Vornamen komme, muss ich noch sagen, dass auch der die Beantwortung der Frage nach dem Vornamen oder das Abnicken der Wahrheitspflicht unterliegt. Das heißt, man macht sich strafbar, wenn man nichts, immer was Falsches sagt. Herr Perschel, Ihr Vorname ist Tom, Sie sind 24 Jahre alt und Sie leben in Essen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Maler und Lackierer. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, wir waren mal zusammen, aber wir sind jetzt getrennt. Das war im Mai 2010. Mai 2010 war Schluss. Herr Perschel, Sie haben ja bei der Polizei angegeben, dass die Angeklagte am 13. August 2010 nachmittags bei Ihnen gewesen ist. Ist die Angeklagte nach der Trennung, die ja im Mai war, wie Sie sagten, noch häufiger bei Ihnen gewesen? Also nach der Trennung war erstmal Funkstille und danach habe ich sie, glaube ich, noch einmal gesehen. Am 13. August? Nein, das war Anfang August. Anfang August habe ich sie angerufen und hab sie gefragt, ob sie mit mir essen geht, weil wir haben uns lange nicht mehr gesehen und ich habe mir schon Sorgen gemacht um sie und die Kinder und ja, wir waren 4 Jahre zusammen, ist halt eine lange Zeit. Und dann sind wir halt mal wieder ausgegangen. Aber danach habe ich auch wieder nichts von ihr gehört, kein Anruf, nicht vorbeigekommen und plötzlich stand sie da vor der Tür. Das war der 13. August. Und was wollte sie da? Ja, sie wollte Geld haben. Wie viel wollte sie denn und hat sie gesagt, wofür sie das wollte? Also, das waren 25 Euro, die sie brauchte, aber weshalb und wieso, habt sie mir nicht gesagt und ich habe sie ja eh nicht gegeben. Aber 25 Euro wäre natürlich genau der Betrag gewesen, den sie für die Ohrringe gebraucht haben, die sie ihrer Nichte schenken wollten und die man in ihrer Tasche gefunden hat. Ja, und die sie nicht bekommen hat und deshalb hat es auch keine Ohrringe gegeben. Aus. Herr Perschel, Sie waren 4 Jahre mit der Angeklagten zusammen. Man hat sich getrennt und nun kommt sie und will 25 Euro haben. Sogar nur geliehen. Mhm. Warum haben Sie ihr die 25 Euro nicht geliehen? Ja, ich war halt ein Idiot in dem Moment. Also, höfliche Umschreibung. Weiter, warum? Tut mir leid, also, dass sie das Geld nicht gegeben hat. Ich hätte den ganzen Ärger ersparen können. Du hättest die Ohrringe nicht klauen müssen. Und dieser Perversling hätte das Angebot nicht gemacht. Und das fängt ja auch noch an. Ich habe die Ohrringe nicht geklaut, Tom. Echt nicht. Aber wie hätte er dich sonst erpressen können? Mann, der hat mir die Ohrringe in die Tasche gesteckt. Deswegen konnte er doch erst den Deal machen. Ja, und Tom, bei dem Deal ist es nicht geblieben. Der Arsch hat Conny in seinem Büro vergewaltigt und jetzt ist sie im 2. Monat schwanger. Was, schwanger? Ja, sie ist schwanger. Im 2. Monat? Ja. Meine Mandantin hat jetzt schon mehrfach gesagt, haben Sie es nicht mitbekommen? Sie ist schwanger, sie ist nicht von ihm schwanger, sondern sie ist von einem anderen Mann schwanger, dessen Vornamen sie nur kennt. Immerhin. Ist das so schwer zu verstehen? Ja, aber Tom, du weißt auch, Conny ist nicht der Typ für eine Nacht. Das stimmt doch irgendwas nicht. Bist du dir wirklich sicher, dass sie im 2. Monat schwanger ist? Ja. Worüber denken Sie denn nach, Herr Perschel? Rechnen Sie auch gerade so? Wenn ich mir überlege, dann ich glaube, ich weiß, wer der One-Night-Stand war. Könnte der Vorname dieses One-Night-Stands zufälligerweise der Ihre sein? Mit anderen Worten, Tom? Ich werde, glaube ich, Vater, oder? Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr noch mal zusammen in die Kiste gesprungen seid. Und wann? Gesprungen bestimmt nicht. Jetzt sag mir nicht nach eurem Essen. Du hast mir erzählt, ich soll auf die Kinder aufpassen, weil du kurzfristig arbeiten müsstest. Thomas, ganz konkret, warum haben Sie ihm nichts gesagt, dass Sie von ihm schwanger sind? Weil ich doch wusste, dass die Nacht für ihn überhaupt gar keine Bedeutung hatte. Wir haben einfach ein bisschen zu viel Wein getrunken. Aber Conny, das ist doch auch mein Kind. Das ist nicht fair. Das kannst du nicht machen. Mit der Wahrheit. Er wollte nie Kinder haben. Das hast du immer zu mir auch in der Beziehung gesagt. Außerdem, du hast doch mich verlassen wegen den Kindern. Damals, ich weiß nicht, da sind 2 neue Kinder in dein Leben getreten und ich wusste einfach nicht, mit der Situation umzugehen und das war alles so neu. Ich war nicht mehr dein Freund, ich war auf einmal Babysitter, Hausmann und ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Aber ich habe nicht einfach so mit dir geschlafen, weil ich habe niemals aufgehört, dich zu lieben, Conny. Und das ist auch
der Grund, weshalb ich dich angerufen habe und einfach alles gut machen wollte und wieder mit dir zusammen sein. Ich will dich, ich will die Kinder, ich will unser Kind, ich will, dass wir eine Familie sind und alles zusammen durchziehen. Tja, 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 Herr Berschel, nur wenn das so stimmt. Meine Gutgläubigkeit ist im altersbedingt etwas reduziert. Warum haben Sie ihr das nicht vorher gesagt? Also nach dieser Nacht habe ich sie am nächsten Tag natürlich versucht anzurufen, aber ja, geht nicht ans Handy, nicht ans Haustelefon, kein Rückruf. Da denke ich mir natürlich, die will nichts mehr von mir wissen. Frau Maas, noch mal zurück zum 13. August. Ihre Nichte hat sich diese Ohrringe doch wirklich so dringend zum Geburtstag gewünscht. Sie hatten abgesagt, aber trotzdem ja noch mal alles versucht und waren bei ihm vor der Tür, um 25 Euro zu kriegen. Haben Sie nicht bekommen. Haben Sie diese Ohrringe im Kaufhaus gestohlen? Ja, ich habe die Ohrringe gestohlen. Ich brauchte doch die Medikamente für mich und die Ohrringe für Charlene. Sie hat sie sich so, so sehr gewünscht und ich hatte doch schon bereits eine Woche bei der Arbeit gefehlt und dann konnte ich mir das einfach nicht nochmal leisten. Und wirklich, Charlene hat sich die Ohrringe so, so sehr gewünscht. Ne? Hat doch die Ohrringe geklaut. So ist ja, das ist das eine, aber mich interessiert jetzt natürlich, wie es im Büro oben weitergegangen ist. Ich habe gedacht, dass er mich vielleicht nicht anzeigt, wenn ich ihm meine nackten Brüste zeige. Aber dann hat er mich begrapscht und wollte mehr. Dann habe ich ihn weggestoßen, aber er wollte immer noch mehr. Und dann habe ich ihn ganz heftig weggestoßen und ist irgendwie total dumm mit dem Auge in diesen Bleistifthalter geflogen. Ich hatte ihn nicht begrapscht. Sie hat sich mir angeboten. Und als ich nicht wollte, dann ist sie auf mich los. Mann, das war genauso, wie ich es gerade eben gesagt habe. Quatsch. Immer die Wahrheit. Tja, immer nicht, wir auch nicht. Ich lasse mal drüber. Eben noch Fragen an den Zeugen Tom Berschel? Nein. Bleibt unvereidigt, nehmen Sie hinten Platz. Werden Anträge gestellt? Schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, wir haben sicherlich alle Verständnis für die Angeklagte, die zwei Kinder auf einmal versorgen muss, bei der die Finanzen knapp sind, schwanger ist er auch noch und jetzt wird es ein bisschen knapp. Wir haben aber auf der anderen Seite hier einen Mann sitzen, der schwer verletzt ist und der, wenn wir ihr auch nur im Ansatz glauben, vor den Scherben seiner gesamten beruflichen Laufbahn steht, von seiner Verletzung mal ganz abgesehen. Wir haben jetzt zwei Aussagen, die gegeneinander stehen. Ich habe hier einen Privatdetektiv, der seit 15 Jahren in diesem Kaufhaus tätig ist. Es gab keine einzige Kundenbeschwerde, es gab keine einzige Beschwerde einer Mitarbeiterin. Und wenn hier versucht wird, dem irgendetwas anzudichten, weil er mal eine Schaufensterpuppe angefasst haben soll, ist das natürlich die eleganteste und einfachste Methode zu denken. Ja, ja, irgendwas muss da ja sein. Ihr Bauchgefühl, nicht wahr? Objektiv haben wir gar nichts. Wie er die Tat schildert, ist es im Großen und Ganzen ja so, wie die Angeklagte es jetzt ganz zum Schluss endlich mal eingeräumt hat. Und so ist es auch nachvollziehbar. Die Angeklagte, Frau Vorsitzende, auf ihre Aussage sollen wir irgendwas stützen? Sie haben keinem Menschen, der hier im Gerichtssaal sitzt, die Wahrheit gesagt. Sie haben alle belogen, was die Schwangerschaft angeht, was die Tat angeht. Ihre beste Freundin, ihren Ex-Freund haben sie belogen, ihre kleine Nichte haben sie belogen, ihren Verteidiger haben sie belogen, die Polizei haben sie belogen, das Gericht haben sie auch belogen. Und es macht doch gar keinen Sinn, Frau Vorsitzende, wenn ich im Büro bin und sage, ich bin so verzweifelt, jetzt muss ich was machen, dann ziehe ich mich aus und dann passiert etwas. Was erwarten Sie denn, wenn Sie sich ausziehen? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist so gewesen, wie er uns das geschildert hat. Sie haben ihm Sex angeboten, er wollte es nicht und jetzt sind mit Ihnen die Pferde durchgegangen, weil Sie tatsächlich Angst haben. Sie haben ihm nicht einmal die Wahrheit gesagt. Ich beantrage deshalb, die Angeklagte zu verurteilen. Wegen des versuchten Diebstahls zu 40 Tagessätzen, wegen der schweren Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten und beantrage das Ganze zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren zusammenzuziehen, die dann noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Krechen. Großgericht. Ja, ich wäre auch geneigt zu sagen, der Angeklagten ist nicht zu glauben, weil sie zunächst eine andere Variante bringt, um dann auf eine andere überzugehen. Aber ihre Variante ist gestützt worden. Ihre Variante ist gestützt worden durch ihre Freundin, die von ihr ein Bild bietet, wie sie ist, wie sie denkt und wie sie handelt. Sie ist bestätigt worden von der Mitarbeiterin des Schmuckladens. Und ich finde, jemand, der entblößte Schaufensterfiguren betatscht, es sei denn, er ist in der Fertigung von Skulpturen hauptsächlich beschäftigt, den finde ich merkwürdig. Und die weitere Beschreibung über Herrn Spring,
die war auch merkwürdig. Ich glaube ihr. Ich glaube ihr auch aus der Art, wie sie es denn dann letztlich vorgetragen hat. Und selbst wenn ich ihr nicht glaube, es steht Aussage gegen Aussage. Und seine ist nicht mehr wert als die ihre. Denn an beiden klebt berechtigterweise eine Indizienkette von Zweifeln. Aber eine Notwehr ist es natürlich nicht. Denn wenn ich das Blüschen öffne, dann muss ich damit rechnen, dass der andere nicht davor stehen bleibt und schaut und guckt und um ein Foto bittet, sondern dann ist das eigentlich die Einladung zum, also liegt kein rechtswidriger Angriff vor. Dazu hätte mehr von ihr vorgetragen werden müssen. Er hat mich dann festgehalten, obwohl ich immer wieder Nein, Nein, Nein rief. Das war nicht der Fall. Also ist es eine schwere Körperverletzung, aber natürlich mit ganz anderen Rechtsfolgen als dieses Herrn Staatsanwaltes, aus einer Gemengelage erfolgt, die sie in eine Notsituation gebracht hat, nämlich dieser Begrapschung, die mehr wohl verlangte, als sie zu geben bereit war. Aus der Situation der Verzweiflung unter dem Aufdecken der Straftat, die Kinder zu verlieren, das ist ein minderschwerer Fall, das beantrage ich. Natürlich ist der Diebstahl vollendet und auch begangen. Eine Freiheitsstrafe insgesamt von 6 Monaten und diese natürlich zur Bewährung auszusetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt. Sie haben das letzte Wort, Thomas. Ja, ich kann nur sagen, dass es mir für den Herrn Spring selber leid tut, dass er in den Bleistifthalter reingefallen ist, aber ich habe mich wirklich nur gewehrt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 10 Euro, also zu insgesamt 400 Euro, verurteilt. Und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Maas, sind zwei Dinge hier entscheidend gewesen. Warum geben Sie es nicht von Anfang an zu, dass Sie diese Dinge mitgenommen haben? Stattdessen machen Sie einen Mordzirkus, was Ihnen irgendwo in die Tasche geschoben worden ist. Dann ist auch klar, dass die Staatsanwaltschaft schlichtweg sich weigert, Ihnen den Rest zu glauben. Das Problem ist nur, glauben ist das eine, beweisen ist das andere. Wie es oben weitergegangen ist, müssen wir von Ihrer Variation ausgehen, denn beide haben hier ein Interesse. Das heißt, Sie haben es dann auch wenigstens eingeräumt, dass Sie Sex angeboten haben, aber nicht Sex angeboten haben, sondern die Bluse aufgemacht haben. Sie haben im Grunde genommen einen kleinen optischen Eindruck angeboten. Wenn man aber dann sagt, bis hierhin und nicht weiter, ist klar, dass man sich dann nicht vollen Umfangs auf Notwehr berufen kann. Aber die Notwehr ist dadurch nicht ausgeschlossen, sondern nur, ich muss mit milderen oder den denkbar mildesten Variationen umgehen. Und da ist ein Zurückstoßen, und mehr war das in dem Moment nicht, auch ein heftiges, ist noch zulässig. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß ich noch nicht mal. Aber ich muss zu Ihren Gunsten davon ausgehen, auch wenn Sie mir das jetzt hier abnicken, dass es so gewesen sein soll, dann bleibt eben nur die Körperverletzung über. Was Sie zivilrechtlich an Schadensersatz zu leisten haben, ist ein ganz anderes Thema. Ihre Kinder, das heißt die Kinder Ihrer Schwester, werden Sie aber auf jeden Fall behalten. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Nachdem sich weitere Kolleginnen über Mike Sprint wegen sexueller Belästigung beschwert hatten, wurde er fristlos entlassen.